Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. So, diesmal wollte ich euch einfach mal zeigen, was ich mit meinen Überresten mache, weil ich hatte vorher in ein größeres Tablett gegossen, habe mich da ein bisschen verschätzt mit dem Harz, habe ein bisschen zu viel angemischt und ja, weil das Harz dann eine ganze Zeit lang gestanden hat, hatte es praktisch die richtige Konsistenz, dass ich Blumen gießen kann. Und das mache ich jetzt. Es hat genau gereicht für zwei Untersetzer. Ich nehme hier die Kaskadeform von Modes and Shapes. Die hat ja drei Ebenen und ich fülle hier mein Harz bis in die zweite Ebene. Und dann kann ich später auch noch einen Hintergrund gießen. Ich hatte jetzt nur noch ein ganz kleines bisschen in meinem Becher und das gebe ich da noch in die dritte Form. Aber das habe ich jetzt nicht gefilmt, weil da habe ich einfach nur ein bisschen rumgespielt später, um zu gucken, was ich da gießen kann und machen kann. Aber hier habe ich gedacht, es reicht noch gut für zwei Untersetzer, sodass ich dann anfangen kann, Blumen zu gießen. Und ja, ich habe hier mein Harz hineingegossen und ich suche mir gerade so meine Resin-Inks zusammen. Deswegen dauert das ein bisschen. Also spult ruhig vor, bis ich wirklich anfange zu gießen. Ich werde wahrscheinlich gleich auch soweit sein. Das ist dann immer, wenn man das Voice-Over macht, ein bisschen, naja. So, die Kaskadeform ist von Modes and Shapes. Ich verlinke natürlich Modes and Shapes in meine Beschreibungsbox. Das Harz ist das Ultracast von Etta Art. Dann nehme ich noch die Resin Inks, einmal das Sangria und das Late Grey, auch beide von Etta Art. So, und hier habe ich das Sangria, gebe das außen am Rand in Tropfen entlang. Da ist mir noch ein zweiter Tropfen reingefallen. Ja, es passiert. Dann nehme ich das Slate Grey und tropfe das in mein Sangria hinein. Ihr seht, wie schön das Harz arbeitet. Ich bin da nicht mit dem Heißluftföhn drüber gegangen. Das Harz hat halt schon so seine Wärme und dadurch haben sich die Resin-Inks richtig toll ausgebreitet. Jetzt nehme ich das Dotting-Tool und schiebe mir so ein bisschen die Tropfen in die Mitte hinein. Und dann kann ich mein Weiß nehmen. Das Weiß hatte ich hier auch noch von dem vorherigen Guss. Das habe ich angemischt mit dem Pigment Drops von Etta Art und jetzt folge ich einfach nur dem Muster, wie ich getropft habe. Das seht ihr hier, ja, da muss ich nochmal eine Linie nachziehen und dann gebe ich nochmal eine dritte Reihe hinein und das ist dann meine erste Blume und in dem zweiten gebe ich dann einfach nur eine Spirale hinein. Ich wollte einfach mal sehen, wie ist der Unterschied, wie kommen beide Blumen hier raus. Das ist ja meine Spirale. Jetzt muss ich mal eben noch so den Spritzbeutel so ein bisschen wieder in Form bringen, damit ich noch das restliche weiße Harz hier rausbekomme. Und dann ist mein Weiß auch aufgebraucht und ja, ich habe meine Reste halt nicht vergeudet. Einmal kurz mit dem Sturmfeuerzeug drüber und dann kann ich auch das Dotting-Tool nehmen. Hier gehe ich praktisch so den Blütenblätter so entlang, wie ich halt die Resin-Inks reingetröpfelt habe. Und dann gehe ich nochmal in die Mitte von den Blütenblättern. Also im Prinzip auch ein ganz einfacher Guss. Und dann gebe ich dem Ganzen noch einen Wirbel in die Mitte hinein. Und dann fange ich mit dem zweiten Untersetzer an. Und da mache ich das, was ich immer gerne mag. Von außen nach innen. Erst viermal. Dann so, dass ich 8 Blütenblätter habe. Und dann gehe ich immer gegenüber und mache mir ganz kleine Blütenblätter. Ich liebe das ja mit diesen vielen Blütenblättern. Und ja, ziehe da praktisch mein Dotting-Tool durch, bis ich halt meine 16 Blütenblätter habe und mache meinen kleinen Wirbel in die Mitte. Dann gehe ich noch mal kurz mit dem Sturmfeuerzeug drüber
Und dann lasse ich das Ganze aushärten und das ist schon der nächste Tag und ich kann meinen Hintergrund gießen. Was ich hier mache, ich werde einen Crackle-Effekt als Hintergrund machen und ich habe erst überlegt, welche Farbe nehme ich jetzt. Und dann war ich mal ganz mutig und habe dann einfach das Teal von Octopus genommen, gebe das hier in mein Becherchen hinein, ist eine super schöne Farbe, das Teal. Habe mir da für die Farbe 50 Gramm angemischt und dann die nächste Farbe wird das Interference Pearl sein von Etta Art und das sind auch 50 Gramm. Also das ist ja praktisch die letzte Lage von der Kaskadeform und da kommt ihr mit insgesamt 100 Gramm für beide Untersetzer gut hin. Ein bisschen bleibt ja doch immer im Becher kleben, also alles kriegt man ja nicht heraus. So, jetzt nehme ich mir hier mein Puder. Ich mische das richtig gut durch. Nicht, dass ich da noch kleine Pigmente auf der Oberfläche oder sogar im Hintergrund schwimmen habe. Also da müsst ihr immer richtig gut rühren. Manchmal habe ich das Pech, dass ich sie auch nicht so gut verrühre. Also da bitte immer aufpassen. Und dann fange ich auch schon an zu gießen. Und hier auch sehr vorsichtig sein, weil die Schicht ist natürlich dünn. Das sind jetzt nur noch 3 mm. Und ich gieße halt hier die Teal-Farbe in die Mitte hinein. In die Mitte habe ich gedacht. Ich habe ein bisschen nicht ganz in der Mitte gegossen. Und ihr werdet das gleich sehen. Aber ich habe dann auch noch mal eine kleine Timelapse gemacht, wo er dann sieht, wie sich das Harz auslevelt, ohne dass ich was an der Form gemacht habe, dass ich die unterlegt habe. Weil ich habe wirklich schlichtweg einen Knick in der Pupille gehabt und einfach nicht mittig gegossen. Ihr seht das hier, weil das alles nach einer Seite fließt. Da war natürlich der Druck hinter, aber jetzt seht ihr, wie sich das Harz richtig schön auslevelt. Und ihr könnt auch schon erahnen, welche Effekte das Harz im Hintergrund macht. So, und das ist jetzt der nächste Tag. Der Hintergrund ist noch ein ganz klein wenig weich, aber ich kann entformen. Ich bin auch neugierig, natürlich. Und bin gespannt, was dabei rauskommt, rausgekommen ist. Und schaut mal, ist das nicht schön? Also ich finde die Blume, die hebt sich richtig vom Hintergrund ab. Das ist die Blume, die ich praktisch mit den Blütenblättern gegossen habe. Und jetzt kommt die zweite Blume und das ist die Spirale. Ich habe ja hier die Form so ein bisschen andersrum jetzt für den Hintergrund gegossen. Von daher, das ist die Spirale und schaut mal, richtig schön. Die Blume sieht richtig, als wenn sie so richtig schön auf so einem blauen Hintergrund liegt. Ihr seht das jetzt gleich als Endvideo mit dem endgültigen Resultat. Das hat einen richtig tollen 3D-Effekt. Und ich finde das so schön mit dem Crackle-Effekt. Diesmal kleine Crackles, was mir sehr gut gefällt. Ja. Und mit dem Video verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Passt auf euch auf, eure Petra. Tschüss.